Am Weg zum Rednerpult ist Georg Bürstmeier von den Grünen. Danke, Frau Präsidentin. Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte ein paar Worte richten an jene etwa 80.000 Menschen aus der Ukraine, die im letzten Jahr nach Österreich geflüchtet und bis auf Weiteres hier geblieben sind. Wir wissen, weil es vor unser aller Augen geschehen ist, vor welcher Hölle sie geflüchtet sind. Und wir können nur erahnen, was es bedeutet haben muss, buchstäblich durch diese Hölle zu gehen mit den eigenen Kindern an der Hand. Durch eine von Menschen gemachte Hölle. Wir sind froh, dass sie in Österreich angekommen sind. Und ich möchte all denen danken, den Zehntausenden Menschen aus der Zivilgesellschaft, den NGOs, den Hilfsorganisationen und aus der Politik, die täglich daran arbeiten, dass Sie, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine, eine möglichst gute Aufnahme finden oder auch eine zweite Heimat, solange es eben dauert und solange es diese zweite Heimat braucht. Und ich möchte Ihnen danken, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine, dafür, dass Sie uns schon jetzt tausendfach bereichert haben. In Betrieben, in Schulklassen, in Familien und in Gemeinden. Ich beherrsche in Ihrer Sprache nur ganz wenige Wörter, also sage ich es auf Deutsch. Sie sind und Sie bleiben willkommen. Und danke. Danke für das, was Sie in unsere Gesellschaft einbringen und dafür, dass Sie da sind. Danke. Dziękuję.